Ich bin mal gespannt, weil die beiden netten Randoms hier sind auch gerade mal Level 9 und einer ist Level 4. Ich gehe mal davon aus, dass entweder machen die zufällige Mission oder der Mimo hat das auch. Ein Zeichen von oben. Ein eisiger Wind pfeift durch die Straßen des verlassenen Moskaus, als vier verzweifelte Überlebende, man kennt's, es mit den infizierten Horden aufnehmen, um Essen zu finden. Als sie beobachten, wie ein Hubschrauber in den zugefrorenen Fluss stürzt, entbrennt ein Wettlauf gegen die Zeit, um die Crew zu retten. Stimmt, der Helikopterpilot von Division. Oh. Der von Tidal Basin. Oh shit. Das ist derselbe Hubschrauberpilot aus Resident Evil. Aus dem Spiel? Ja. Aus dem Ach stimmt, da Remake-Ding. wo er sie dann am Tor unten trifft. Ja. Und dann der Helikopter hinter ihnen gerade. Ich habe die Namen von den beiden vergessen. Claire Redfield Quiet. und We should never have come into the city. Let's grab what we can and get out. Find food. Na, Ken und Barbie. Oh, this is the end. Ken. Glenn? Nein, Glenn ist Walking Dead. Ja, das weiß ich auch. Chris ist es nicht, der blonde Jüngling. Ich. Das Militär. Ja, der Helikopter, guck mal mir. Oh, man kennt's, ne? Wollen wir wetten? Wie, es ist nur ein Überlebender? Und der berichtet dann davon, dass sie infiziert an Bord haben. Zwei Tote, vier Verletzte. Rettet Oksana. Kettensäge drin. Ja. Ey, du messerst ihn sogar als erstes und was ist, er kriegt dich trotzdem. Das ist einfach widerlich. Ey, die Typen gehen mir fett auf den Keks. In Left 4 Dead waren die Typen schlimmer. Da standen sie irgendwo in der Ecke und haben sie auf einmal mit einer riesenlangen Zunge dich um die Ecke gezogen. Welches Left 4 Dead in der Serie, oder was? Left 4 Dead ist eine Serie? Ach, in Left 4 Dead, ich hab The Walking Dead, habe ich jetzt im Kopf, ne? Dachte ich gerade so, WTF. Habe ich eine Staffel verpasst? Schnauze. If we are quiet, they won't notice us. Please be quiet. Finde einen Weg durch das Museum. Oh, ich habe den Weg gefunden. Oh Gott, ich hab's gehört. Vor allem, kannst du mir mal erklären, warum du es mal bist? Ich weiß es nicht. Man könnte meinen, du machst das mit Absicht. Können wir uns jetzt mal sammeln hier in der Tür? Jetzt mal zur Tür. Ich war ja schon da, ich bin ja nur rausgegangen, weil ich ihm helfen wollte, und dann, ja.
Memo! Oh, jetzt geht der nächste raus! Kann der jetzt mal seinen Arsch hierher bewegen? Meine Fresse, Alter. Oh ja. Haben wir irgendwie in ein Nest gestochen oder so? Ja, wir haben definitiv in ein Nest gestochen. Meine ich das nur, da findet man irgendwie voll wenig geile Waffen, Alter. Ich krieg nur Dreck. Ja. Lass mal unten. Okay, hoch, hoch, hoch. Weil es geht mir die Munition mal so langsam aus. Einfach mal hier zu der Tür gehen. Mann. Na, hübsche? Für dich wäre der Schaden nichts optisch. Kannst den Hintern ja nicht sehen. Hab noch 5 Schuss in der Pumpe. Wohin denn? Alter. Mein Gott, ich spiel doch hier nur mit Idioten, Alter. Der kam von dem einen auf mich gesprungen. Ich bin tot. Ach, wenn ich tot bin, muss man einen so schnell wie möglich töten, damit du, damit die Respawn-Zeit wieder beginnt. Ich hab dich schon längst getötet. Jetzt bewegt euch mal, ihr anderen. Solange der schreit, ja, ist glaube ich das Beste, einfach die Bewegung. In der Mission soll man sich auch ein bisschen mehr bewegen, als nur laufen rumzustehen. Weit hinten wahrscheinlich. Ich muss den kompletten Weg nochmal laufen, ist das euer Ernst? Und hoffen, dass mich keiner von den Spasten wieder anspringt. Ach, jetzt kommt die Szene aus der Demo, aus der Beta, beziehungsweise E3 Demo. Sollten die auf jeden Fall dickere Waffen mit. Hier wäre noch ein Medikit. Hier liegt noch ein Sportgewehr.
Ich hab die Charger gar nicht mehr. I'm going to try the cord. Ups. What's going on? Jetzt kommen sie bei mir hoch und da drüben hoch. Unwahrscheinlich vor uns über die Wand. Ja, moin. So many dead. So many dead. Hier vor uns. Mal ein bisschen Sprengladung hätten. Dieser Solid Snake Typ hat. Die Mission ist ein bisschen. Das ist dann der Platz, die Tür immer nach innen auf. Sturmschrotflinte. Jetzt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, er wünscht dir viel Glück, Alter. Dicker kommt! Ach, in mir steht ein Zombie, ey. Hier, ich hol mir zusammen. Im alten Raum stand die ganze Zeit ein Kreischer. Das wird jetzt genau dasselbe Chaos sein wie eben. Wenn wir das Ding jetzt aktivieren. Boah, Alter. Oh, Alter! Da kommt eine kleine Masse hoch. Oh, Runner oben! Der ist tot. Okay, wir können weiter. Oh, bei mir! Dürben! Danke. Oh, Alter, was ist denn hier los? Oh.
Kachelt ihn doch mal um! Der schießt ja auch mit der Pistole auf den. Warum schießt er mit der Pistole auf den? Keine Waffen? Er schießt hier die ganze Zeit seine komischen Sprengladungen weg. Leute, bewegt euren Arsch hier rüber. Leute, bewegt. Oh Gott. Die sind verloren. Wir warten jetzt. Die checken's nicht. Mein Gott, ey. Die sind irgendwie nicht gerade die... Die Sahne auf der Torte. Ach du Kacke. Ich hab keinen Schalldämpfer. Ja, okay. Die schießen wieder ihre Sprengladung durch die Gegend. Der Schreier ist ausgenockt. Oh nein. Der weiß aber, dass es einen Teambeschuss gibt, ja? Das ist das Tolle, jedes Mal in die Nähe von uns zu schießen. Eieiei. Ich glaube, ich weiß das, was gleich passiert. Ich glaube, von der Brücke und so kommen die gleich an, kommen die angerannt. Wollen wir doch mal gucken, dass wir hier Sachen finden, die wir benutzen können, wa? Hier hinten liegt ein Mörser, der ist schon aufgestellt. Ich habe einen Automatikgeschütz. Inside the helicopter. Peace. Guys, check these cases for weapons and equipment. Ich stelle hier Automatikgeschütz hin, ne? Oder soll ich das vorne hinstellen? Alter, ich kann hier so viele Plätze auswählen. Mach weiter hinten. Ich glaube, die kommen sowieso von beiden Seiten, weil er mich auch ein Geschütz in die hintere Richtung zeigt. Wir brauchen unbedingt mehr Geschütze. Ist auch noch ein Automatikgeschütz. Hier, ihr könnt hinten auf die Container drauf, ne? Die sind auf der anderen Seite offen mit Kisten. Stacheldraht. Dicker bei mir.
Der Dicke ist tot. Ich guck mal, ob ich hinten noch ein Geschütz finde, ne? Da war nämlich keins, hier nicht. Hier war der Stacheldraht drinne. Hier brauchen wir eine Sprengladung für. Ich habe das Spiel gekillt. Lol, bist du unten im Boot? Ja, ich wollte über den Zaun klettern und bin jetzt unter der Map. Ja, moin. Ja, moin, ne? Live. Kann ich die von ihr jetzt abknallen? Ja, ich kann sie töten. Ah, dann nutze ich mal den Bug eben aus, ne? Wie Leute, ich kann mich einfach... Ich bin... Ja, jetzt auf einmal. Mann, hört doch mal auf mit den Dingensbögen zu schießen. Ihr trefft mich, ihr Spasten. Ja, ich bin jetzt down. Das ist so fail gewesen. Ey, die schießen andauernd mit ihren Sprengköpfen. Die verursachen Schaden, Alter. Ich weiß nicht, warum zwei Leute kämpfen müssen. Einer könnte kämpfen und der andere kann wiederbeleben, aber... Ja. Guck mal, was der andere macht. Ja, ich seh's, ich seh's. Was ist das denn? Guck mal, der andere wird jetzt verprügelt. Peinlich, Alter. Was macht er denn? Holy shit, ist der retarded, der Typ. Der nächste down. Oh mein Gott! Was ist denn nur los mit dem Typen? Ja, und jetzt ist er auch tot. Freut mich. Habt ihr gut gemacht. Mann Gott, Memo, du dreckige. Warum? Warum? Ich versteh's nicht. Ja, das was ich bin. Es waren plötzlich in der Zeit, wo er zur Kiste langsam getrödelt ist, hätte er locker alle beide, hätte uns alle holen können. Also ich könnte jetzt was sagen, was meine Vermutung ist bei den Spielern, die so reagieren. Ich glaube nicht, dass die dumm sind. Ich glaube einfach, dass es einfach die Generation heutzutage so ist, weil immer mehr Leute unter 18, Spieler ab 18 spielen. Ich glaube nicht, dass das jetzt halt ein 30-Jähriger war zum Beispiel, der mit uns gezockt hat, sondern ein 8-Jähriger. Alter, das ist jetzt meine Vermutung und meine Meinung. Das siehst du ja schon, wie er gespielt hat. So wie er sich bewegt hat, so bewegt sich meine Mutter, wenn ich ihr einen PS4-Controller in die Hand gebe und sie soll einfach nur nach vorne laufen. Was nicht böse gemeint ist jetzt, ne? Aber zum Beispiel in Richtung meiner Mutter. Aber einige Leute sollten bestimmte Spiele nicht spielen. Meine Meinung. Und mit euch mache ich die Mission nicht nochmal.